So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Mittwoch, den 24. November 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen und ja, die jüngsten Ereignisse, besonders im Tech-Bereich, im US-Tech-Bereich, ein bisschen einordnen. Anziehende Zinsen, die wir dort zu sehen bekommen, die potenziell geschuldet sind dem Umstand, dass jetzt Inflationserwartungen kontinuierlich anziehen. Das wird sich der ein oder andere sicherlich wundern beim Blick auf Gold. Die Situation dort, die stellt sich ja alles andere jetzt als prosperieren da in Anführungsstrichen. Also wir sind zurück unter 1800 US-Dollar pro Feinunze gefallen. Der Verfall ist jetzt durch. Also das bedeutet, etwas anders formuliert, sollte das als Basis eben wirklich herhalten können für diesen jüngsten Drop unter die 1800er Marke, würde man ausgehend von den derzeitigen Niveaus, auch ausgehend von der Realverzinsung, auf die wir gleich noch einen Blick werfen werden natürlich, würde das eigentlich dafür sprechen, dass Gold jetzt gegen die aktuellen Niveaus wieder anzieht. Bleibt so ein bisschen allerdings abzuwarten, ob das wirklich stattfindet. Denn parallel dazu könnte man natürlich auch noch Gründe ins Feld führen, die da ebenfalls vielleicht Abgabedruck nach sich ziehen, auch die jüngste Stärke im US-Dollar nach sich ziehen. Stichwort Deleveraging, Stichwort Risk-Off-Modus, der sich vielleicht etabliert. Also sprich Marktteilnehmer, die eventuell jetzt verstärkt beginnen, eben wieder tja, zu liquidieren, zwangs zu liquidieren, weil keiner so wirklich absehen kann, wohin dieser ganze Wahnsinn, den wir zu sehen bekommen, wobei wir natürlich ein bisschen vorsichtig sein müssen. Wir betrachten eigentlich die globalen Märkte an dieser Stelle, fokussieren uns aus unserer Perspektive logischerweise auf den Bereich Europa, ganz besonders eben auf das, was wir gerade in Deutschland zu sehen bekommen. Ausgehend hiervon ist eventuell dann so ein bisschen Vorsicht angebracht, weil wir das vielleicht so ein bisschen zu lokal betrachten und das auf die globale Schiene eben tatsächlich projizieren oder ausweiten eben tatsächlich und das noch ein bisschen die Frage stellt, ist das wirklich ein globales Deleveraging? Da würde ich doch eher sagen, naja, so schlimm ist es noch nicht. Nichtsdestotrotz, also derzeitige Entwicklung gilt so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, besonders im Tech-Bereich. Ich bin allerdings erstmal zunächst jedenfalls für die nächsten Wochen weiterhin positiv, ausgehend von der potenziell anstehenden Jahresendrallye, die dort uns ins Haus stehen dürfte. Derzeit ist eigentlich nicht viel passiert. Wenn wir gleich einen Blick auf den S&P werfen, wenn wir sehen, wir sind jetzt zwar unter 680 gerutscht, wir auch im DAX orientieren wir uns nochmal in Richtung der Tiefs von gestern, aber das war durchaus ja im Bereich des Möglichen. Solch eine Korrektur hatte ich ja skizziert gehabt, solch ein Pull-in in Anführungsstrichen, der dann Post-Thanksgiving ganz besonders eventuell eben eine Jahresendrallye eben einleitet. Wobei ich wiederum sagen muss, ich bin etwas überrascht, dass das vor Thanksgiving stattfindet, morgen bzw. übermorgen, also morgen Thanksgiving, verkürzter US-Handel übermorgen. Weil ich eigentlich davon ausgegangen wäre, dass das ein ruhiges Treiben eben tatsächlich wird. Demnach ist das jetzt gerade ein bisschen überraschend. Ja, wir blicken natürlich auch auf die wirtschaftlichen Kennzahlen, die heute noch anstehen. Nicht so dramatisch viel, einiges vorgezogen durch eben das Ver oder verkürzte, die verkürzte Handelswoche, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zum Beispiel, die heute veröffentlicht, normalerweise immer am Donnerstag 14:30 Uhr unserer Zeit. Wir blicken auf die New Home Sales, auch da, wir hatten jetzt jüngst ja schon eine Indikation, vielleicht ist das auch nochmal so ein potenzieller Indikator für anziehende Inflation und folglich anziehende Zinsen. Da werfen wir einen Blick drauf. Ja. Dann darüber hinausgehend nochmal ein kurzer Blick vielleicht auf den Crypto-Space in Anführungsstrichen. Schauen wir uns mal an, was Bitcoin dort fabriziert. Also wir haben auf jeden Fall zwei, drei sehr, sehr interessante Betrachtungen für den heutigen Tag. Bevor wir offiziell starten, erstmal hier der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und wegen der Hebelwirkung eingehen, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend hiervon sind sie nicht für jeden Anleger geeignet, ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil. Mache man sich zunächst mit diesem vertraut, dann beginne man den Handel mit einem Demokonto, risikofrei über markets.com/de. Dort dann auch alle Informationen über die weiter hinausgehende Produktpalette, natürlich auch Möglichkeiten Live-Konto, sofern man dann für sich feststellt, eben, dass der Handel mit diesen Produkten sich für einen ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil eignet. Physische Aktien ebenfalls dort verfügbar, ETFs, weitere Informationen nochmal auf der Webseite, beziehungsweise gerne auch per direkter E-Mail an Elena, die ich so gerne mit Rat da zur Seite steht. Ich bin euch jederzeit zu Diensten, in Anführungsstrichen, wenn ihr Fragen rund um die Märkte habt, gerne hier im Livestream die Fragen stellen, gerne die Fragen unterhalb des Videos, falls ihr euch die Aufzeichnung jetzt bei YouTube anschaut, stellen, gerne die Fragen stellen bei mir auf der Webseite in der Trading-Chatbox jk-trading.com/forum. Da gibt es für jeden Tag immer eine Trading-Chatbox, die ich dann entsprechend zur Verfügung stelle, auch mit Links und so weiter, zu weiteren führenden Artikeln. Twitter auch gerne nutzen, wie E-Mail, jklat@jk-trading.com. Ja, also diverse Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Bevor wir jetzt hier einmal durchstarten, das ist einmal die Markets X Handelsplattform und der DAX entsprechend mit dem Break tiefer. Ich mache mal ganz kurz die Plattform derart. So, da haben wir jetzt hier, das ist das Markets X Umfeld. So,
Ich räume einmal kurz auf. Guten Morgen, habe ich geschrieben. Sehr schön. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz hier, ob alles gut gestreamt wird. Das sieht schon mal gut aus. Das sieht auch gut aus. Das sieht auch gut aus. Sehr schön. Also Twitch, den Link, den teile ich gerne. Einmal sollten Schwierigkeiten unvorhergesehen auftreten hier bei YouTube. Schon länger jetzt nicht mehr stattgefunden, aber nichtsdestotrotz. Sollte irgendwann früher oder später mal was auftreten, habt ihr, wie gesagt, hier den Link einmal, über den ihr das Morning Meeting dann entsprechend verfolgen könnt. Ja, let's jump right into the action, wie man das so schön im Englischsprachigen sagt. Also schauen wir uns an, was wir hier derzeit zu sehen bekommen. Intraday-Vorteil unterhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis erstmal zunächst Short. Bruch aus der Open Range auf der Unterseite. Versucht den zurückzuerobern. Fehlgeschlagen. Konsolidierung unterhalb. Jetzt Bereich 15.900, die den Mittelpunkt des Geschehens rückt. Gestern markierte Tagestiefs relativ zügig nach der Eröffnung liegen im Bereich 15.870. Und ja, das bedeutet etwas anders formuliert, das ist eine erste Orientierung. Sobald wir diese brechen sollten, die Tiefs von gestern, wären weitere Abschläge denkbar, die uns Richtung 15.770, 15.800, also diese grün durchgezogene Linie eben hier führen würden. Wir sehen alles in allem, wenn wir uns das Bild mal ganz übergeordnet betrachten, dass der Modus grundsätzlich ganz klar bullisch bleibt. Ja, wir haben kurzfristig jetzt diese Aufwärtstrendlinie hier gebrochen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wenn wir diese jetzt mal hier, oh hoppala, das war jetzt nicht so günstig. So. So, einen Moment. So, einmal duplizieren. Wenn wir diese Tiefs miteinander verbinden. So. Dann können wir relativ gut, glaube ich, erkennen, dass wir da auch durchaus noch ein bisschen gefiltert um 15,5 eventuell ein bisschen tiefer eintauchen könnten, wenn wir das ganz übergeordnete, die ganz übergeordnete Aufwärtstrendlinie eben hier antesten. Nichtsdestotrotz, alles in allem, es ist so, dass das vor dem Hintergrund dieses stark überdehnten Modus, auch des jüngsten Pushes auf neue Allzeithochs, auch den Entwicklungen, die wir im US-Bereich besonders gesehen haben und an denen wir uns hier auch im europäischen Markt natürlich ganz wesentlich orientieren, dass man eine Korrektur nochmal erwarten durfte. Also es ist nichts irgendwie in irgendeiner Form, was jetzt plötzlich vollkommen unvorhergesehen kommt. Natürlich tendieren wir dazu, ausgehend vielleicht auch von der jüngsten Entwicklung jetzt im Hinblick auf Lockdowns in Österreich, beziehungsweise Diskussionen um eine Impfpflicht, Einführung einer Impfpflicht in Österreich, dann beziehungsweise das Überschwappen und die aktuellen Entwicklungen, die wir eben hierzulande zu sehen bekommen, auch in dieser Hinsicht, dass das eben für eine ganz, ganz konkrete Emotionalisierung eben sorgt. Also, denn es betrifft jetzt nicht nur unser Trading, sondern es betrifft natürlich auch den übergeordneten Bias, den wir uns sehen. Also morgens aufzuwachen und im Grunde genommen mit dieser Situation kontinuierlich konfrontiert zu werden, das macht mit uns ganz natürlich etwas und das hat auch Auswirkungen auf unsere Handelsentscheidung. Und das gilt nicht nur für uns als Privatanleger, sondern auch potenziell für institutionelle Marktteilnehmer. Das könnte man natürlich sagen, ja, das sind aber Profis. Das ändert aber nichts am Umstand, dass das trotzdem Menschen bleiben, die natürlich ausgehend eben von dieser Emotionalisierung der Debatte, ausgehend von diesen totalitären Maßnahmen, die da diskutiert werden und dergleichen, eben sich dennoch beeinflusst natürlich zeigen und das Auswirkungen hat auf dann entsprechend auch ihre Handelsentscheidungen. Und wir tendieren jetzt ausgehend von dieser Emotionalisierung, so zumindest meine Einschätzung, dazu, das auf den aktuellen Modus im Markt eben zu übertragen und sagen, oh, jetzt geht's abwärts, jetzt ist alles vorbei, jetzt dieser ganze Druck, der sich aufgebaut hat, kocht plötzlich über. Ich wäre da in dieser Konstellation sehr vorsichtig. Also man ist sehr schnell dabei, das ist auch absolut nachvollziehbar. Ausgehend eben, das nennt man dann im Bereich Psychologie, das ist eine kognitive Dissonanz, das nennt man dann Verfügbarkeitsheuristik. Ausgehend von der Verfügbarkeit dieses einen Umstandes schließen wir eben dann auf ein breiteres, wesentlich komplexeres Spektrum. Und wie gesagt, wenn man dann mal einen Schritt zurückgeht, mal tief einatmet und sich die Situation anschaut, dann stellt man schlichtweg fest, in Bezug auf den Markt, wir sind eben sehr gut gelaufen und wir haben nach den jüngsten Abschlägen oder etwas, ich sag mal, volatileren Quartalsabschluss im dritten Quartal, im September hier ganz besonders. Und dieser Top-Out-Struktur damals gegen die 15.900, 16.000er Region, diesen Pull, in dem wir zu sehen bekommen haben, bis in Gefilde bis 14.8 hier auf der Unterseite, das waren dann die Tiefs Anfang Oktober, die ausgebildet worden sind. Haben wir einfach mal seitdem, und das war noch verhältnismäßig unspektakulär, also wir müssen uns mal vor Augen führen, das war eine Korrektur kleiner 10% und das haben wir schon als verhältnismäßig volatiles Marktumfeld damals wahrgenommen, wenn wir uns mal daran erinnern. Seitdem haben wir eben wieder deutliche Aufschläge gesehen.
getrieben, getragen ganz besonders eben durch die US-Märkte, getragen ganz besonders durch den S&P, aber auch durch den Nasdaq. Und dass wir nunmehr einfach mal zu einem kleinen Einknicken hier tendieren, das scheint absolut nachvollziehbar. Wir müssen auch immer mal schauen, wir bewegen uns an der Stelle von 16,3 aktuell punkttechnisch bei etwa 400, 500 Punkten Korrektur. Also nur um das mal ganz kurz, wenn wir von 500 Punkten ausgehen, einfach um das mal prozentual darzulegen, dann reden wir von 3%. Also ich habe das jetzt ganz bewusst ausgerechnet, weil ich konnte gerade im Kopf nicht glauben, dass es nur 2,5 bis 3% sind, aber es sind tatsächlich 3%. Also wir reden hier von einer 3%igen Korrektur, die absolut im Rahmen ist und besonders die auch vor dem Hintergrund dieses sich etablierenden bärischen Bias im Markt im Grunde genommen beginnt auch sehr attraktiv, meiner persönlichen Einschätzung nach, zu werden, um auf eine Jahresendrallye zu spekulieren. Also man wünscht sich regelrecht, dass nochmal eine kleine Übertreibung hier stattfindet, ein kurzer aggressiverer Flashout stattfindet. Nochmal, ehrlich gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, ausgehend von dem Umstand, dass wir eben jetzt Thanksgiving von der Nase haben. Dann wiederum allerdings steigt die Wahrscheinlichkeit wiederum auf der Kehrseite doch, weil man muss sich vor Augen führen, wir haben ein relativ dünnes Umfeld, also sowieso schon dünnes Umfeld. Und das wird nochmal dünner durch den jetzt morgen dann ausgesetzten US-Handel-Querstrich. Also ausgesetzt ist die Kasse. Der Future wird, wie gesagt, bis 19 Uhr getradet, ab Freitag ebenfalls. Aber das wird natürlich nicht nur Auswirkungen haben auf den US-Markt als solchem und das entsprechend dünne Volumen, sondern es wird auch überschwappen auf Europa. Also man geht jetzt, sollte nicht davon ausgehen, dass es starke Bewegungen eben vor dem Wochenende noch gibt. Also heute ist der letzte, in Anführungsstrichen, offizielle Handelstag. Morgen werden wir europäischen Handel stattfinden sehen. Wir sehen auch Freitag einen europäischen Handel. Wir sehen keine Veränderung der Handelsbedingungen, Querstrich der Handelszeiten. Aber was wir zu sehen bekommen, wird mit Sicherheit sein, dass wir ab nachmittags 15:30, 16 Uhr keinerlei größere Volatilität mehr erwarten sollen. Also der Handel beschränkt sich morgen wirklich rein auf den, in Anführungsstrichen, Vormittag, Querstrich, frühen Nachmittag. Und dann ist es das wahrscheinlich auch nicht nur, ja, ich sage jetzt bewusst wahrscheinlich, weil es könnte natürlich auch anders kommen, aber die Wahrscheinlichkeit, würde ich mal sagen, die liegt bei über 90%, dass es wirklich dann so ein ruhiges Treiben wird. Das, wie gesagt, begünstigt natürlich dann, dass wir vielleicht mal so ein Flashout-Moment haben und stärkere Volatilität begünstigt durch dieses dünne Umfeld. Aber nochmal, ich würde das nicht überbewerten. Ich würde wirklich aktuell die 15,8, vielleicht einen tieferen Flush und dann haben wir hier diese übergeordnete Abwärtstrendlinie im Daily, vielleicht noch einen Test dieser zu sehen bekommen, was dann auch ungefähr vielleicht korrespondieren würde mit vielleicht sogar einem Retest der 200-Tage-Linie an dieser Stelle. Und ausgehend von dieser kann ich mir dann sehr gut vorstellen, dass wir eben eine Rallye in den Jahresschluss hinein zu sehen bekommen. Eintrüben würde sich das Bild ganz klar, ganz deutlich, sobald wir diese Trendlinie brechen und unter die 200-Tage-Linie rutschen würden. Also, wobei das natürlich so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. So ein Break, wie wir ihn jetzt zum Beispiel letztes Jahr im Oktober zu sehen bekommen haben, auch da brachen wir unter die 200-Tage-Linie, nur um dann relativ zügig in den Novemberbeginn damals zurück eben hier dieses V einzuzeichnen. Das war damals die Presidential Election, das war die US-Präsidentschaftswahl, die dann auch interessanterweise zu einem starken Run in Equities, in US-Equities geführt hat, die dann auch sich natürlich im DAX wieder gespiegelt hat und wo wir im Bereich tatsächlich dann der Jahreshochs damals, also ausgehend von den Corona, von der massiven Volatilität hier im Februar, dem Top-Out eben haben geschlossen und dann eben relativ zügig zum Jahresbeginn auch neue Hochs markieren können. Also sobald wir in diesem Zusammenhang diese Aufwärtstrendlinie und die 200-Tage-Linie brechen würden, würde es vorsichtig werden oder würde ich vorsichtiger werden. Aktuell würde ich allerdings eher am ehesten erwarten, dass wir einen Flashout sehen, maximal bis in Richtung der 15.500er-Region und von dort aufdrehen, sofern solch ein Treiben sich überhaupt dann herauskristallisiert. Heute, also beziehungsweise jetzt, ganz kurzfristig oder sehr kurzfristig betrachtet, müssen wir natürlich Folgendes in Betracht ziehen, dass wir eventuell gar nicht diese Tiefs unterschreiten. Also das könnte schon ein erstes positives Signal sein, was hier gesendet wird. Sofern wir diese Tiefs maximal anlaufen, vielleicht kurz unterschreiten, wenn überhaupt, dann könnten wir da schon eventuell eine potenzielle Bodenbildung ausmachen. Das heißt nicht, dass ich mich jetzt intraday long positionieren wollte. Das möchte ich so lange nicht, solange wir unterhalb des EMA 50 handeln. Tatsächlich würde ich sogar sagen, nicht eine abgeschlossene Bodenbildung, aber eine deutliche Aufhellung sehe ich mit einem Schlusskurs oberhalb von 16.000 Punkten. Mal gucken, ob es dazu reicht. Aber nichtsdestotrotz, auch das gilt es natürlich erstmal jetzt zu beobachten, ob wir diesen Push unter die gestrigen Tagestiefs zu sehen bekommen oder eventuell jetzt schon bereits wieder aufdrehen und einen Versuch starten an diesem Moment oder in diesem Moment starten, diese gleitende Durchschnittslinie
einen Vorteilsidentifikator meinerseits eben zurückzuerobern, was ein erstes Signal wäre, dass wir nach unten für heute dann eventuell auch schon wieder fertig sind. Wie gesagt, also zwei Szenarien. Wir finden jetzt hier einen Boden schon bereits oberhalb der gestrigen Tiefs, erobern den EMA 50 zurück, schließen oberhalb von 16. Dann gibt es dann in dem Fall wahrscheinlich ab kommender Woche stärkeren Bullrun, meiner Einschätzung nach, mit Potenzial Richtung 16,3 und höher. Eventuell gibt es noch einen tieferen Push unter die Tiefs, heute schon bereits, damit Abschlagspotenzial zunächst bis 15,8, vielleicht ein Stück weit auch tiefer Richtung der 200-Tage-Linie, beziehungsweise in Richtung dieser obergeordneten Aufwärtstrendlinie, 15,400, 15,500 eventuell, wenn die dann gehalten werden kann, wieder eine deutliche Stabilisierung sehen, ist das vielleicht ein CAV-technisch attraktiver Bereich, um dann auf solch eine Jahresendrallye zu spekulieren. Und hinfällig wäre das Szenario, sobald wir diese Trendlinie brechen und besonders unter die 200-Tage-Linie im Falle des DAXes eben rutschen würden. So, blicken wir mal ganz kurz auf den S&P. Also, hier ist diese Aufwärtstrendlinie gebrochen worden. Das hatten wir gestern schon zum Thema gemacht. Oben rechts Stunde an dieser Stelle, diese pinkfarbene Trendlinie. Oder etwas flacher verlaufende Trendlinie, in Anführungsstrichen, das ist diese orangefarbene, die hier die Tiefs aus von Anfang Oktober, Anfang Mitte Oktober miteinander verbindet, wo ich sagte, das wäre so ein Level, so eine Region, die ich mir vorstellen könnte, die angelaufen wird. Das ist die Region 4630, 620. Und gestern im Tief konnte man es hier sehen. Das war besonders eben zu dieser oder rund um diese recht choppige, sehr teilweise so schon schwache Eröffnung eben tatsächlich. Sind wir in Richtung 650 geflasht, haben dann allerdings einen verhältnismäßig soliden Tagesschluss zu sehen bekommen. Das hat besonders hat sich abgezeichnet, als der Tech-Bereich sich so ein bisschen stabilisierte in den Abend hinein. Mal schauen, ob es da heute nochmal eine Attacke gibt. Die aktuellen Abschläge, dieses Überrollen jetzt hier gegen die gestrigen Kassa-Hochs, sieht man begünstigt sicherlich durch die schwachen Vorgaben jetzt aus Europa. Mal gucken, ob es diese Attacke auf die Unterseite eben noch gibt. Wie gesagt, gestrige Tiefs, wenn wir unter die 6,50 rutschen würden, die gestrigen Tagestiefs unterschreiten, dann könnte man nochmal davon ausgehen, dass vielleicht nochmal 20, 30 Punkte Abschläge stattfinden, die uns in Richtung dann der 4,620, 4,630 führen. Das würde auch potenziell korrespondieren dann mit dem DAX, der unter die oder in Richtung der zumindest mal der 15,800er Region rutscht, 15,77, 15,800. Da müsste man eben sehen, ob die da gehalten wird. Im Falle des S&P muss ich allerdings mit Ausblick auf auf Thanksgiving eben jetzt sagen, sehe ich die Wahrscheinlichkeit als verhältnismäßig gering an, dass wir da einen Break vor diesem jetzt potenziell verlängerten Wochenende sehen, beziehungsweise diesem sehr, sehr stark ausdünnenden Wochenende, ausgehend aus volumentechnischer Perspektive sehen. Wie gesagt, choppy seitwärts bis hierhin. Drüber würde es erst unter 4,620, vielleicht rund gesprochen unter 4,600 mit einem Tagesschluss unterhalb. Dann könnte auch eine tiefere Korrektur uns anstehen, die uns auch hier in Richtung dann der 200-Tage-Linie vielleicht führt. Die verläuft aktuell im Bereich um 4.300 roundabout. Also das könnte dann wirklich ein ziemlich trübes Jahresendrallye am Umfeld eben tatsächlich geben. Das könnte wirklich unangenehmer werden. Ich sehe allerdings die Chance derzeit als verhältnismäßig gering an, ausgehend von der jüngst gezeigten sogenannten Resilience, also der Widerstandsfähigkeit, die die US-Aktienmärkte ganz besonders im Hinblick auf die jüngst veröffentlichten fundamentalen Entwicklung eben gesehen oder gezeigt haben. Also sprich ganz besonders Thematisierung eines Tapers, Reduktion der, also der Anleiheaufkäufe, Spekulationen, dass Zinsanhebungen in der zweiten Jahreshälfte stattfinden. Stichwort übrigens Zinsanhebung zweite Jahreshälfte. Heute um 20 Uhr unserer Zeit werden nochmal mit Ausblick eben auf das jetzt verlängerte Wochenende vielleicht auch noch ein bisschen Volatilität begünstigend. Ich will es nicht überbewerten, ich bin eher skeptisch, aber man sollte es im Hinterkopf haben, das Sitzungsprotokoll der Fed wird noch veröffentlicht. Da wird sich natürlich dann besonders vielleicht sogar herauskristallisieren, inwiefern diese Reduktion der Anleiheaufkäufe jetzt stattfindet. Ganz besonders nicht nur, das ist sowieso schon ausgemachte Sache, dass man ja nicht nur jetzt plant, die Anleiheaufkäufe um 15 Milliarden pro Monat zu reduzieren, sondern das auslaufen zu lassen. Mitte nächsten Jahres, Juni, Juli, werden wir dann die letzten Anleiheaufkäufe im Rahmen dieses QE-Corona-Programms, so nenne ich das jetzt mal, eben auslaufen sehen. Und dann gibt es ja schon Spekulationen, dass dann sehr zügig im Anschluss an das Auslaufen infolge der jetzt jüngst angezogenen Inflationserwartung Zinsanhebungen die Folge sind. Also anders formuliert, man erwartet an dieser Stelle hier seitens der Fed dann schon mit 98-prozentiger Wahrscheinlichkeit für die zweite Hälfte mindestens eine Zinsanhebung.
Zinsanhebung. Also es ist nahezu ausgemachte Sache, dass man sagt, Anleiheaufkäufe zurückgefahren und mindestens 25 Basispunkte Zinsanhebung. Tatsächlich sind wir sogar bei 2 Zinsanhebungen hier mit 85%iger Wahrscheinlichkeit. Also ich zähle im Grunde genommen diese Balken hier von rechts nach links dann in dem Zusammenhang, um die jeweilige Wahrscheinlichkeit einzufangen. Und wenn ich diese 2 hier abschneide, 12 und 2,2%, sind wir bei 14, oder 14,2 aufgerundet 15. Also folglich sind dann hier entsprechend 85%. Und dann gucken wir, 85% haben als niedrigstes gemeinsames Vielfaches, so nennen wir es jetzt mal hier an dieser Stelle, 50 bis 75 Basispunkte Zinsniveau. Also das ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung auf dieses Niveau bis Ende Dezember 2022, also von jetzt 12 Monate in die Zukunft. Und sogar darüber hinausgehend haben wir sogar 3 Zinsanhebungen. Also dann sieht man hier, diese aufsummiert, landen bei ungefähr 40%, 60%ige Wahrscheinlichkeit. Diese Balken hier summieren sich zu 60% auf, haben wir sogar 3 Zinsanhebungen. Wir müssen uns immer vor Augen führen. Also ab Juli beginnen diese Spekulationen hier Fahrt aufzunehmen. Ich gucke mal jetzt ganz kurz, ob ich jetzt hoffe jedenfalls. Ja. Ab Juli beginnen diese Spekulationen hier deutlich Fahrt aufzunehmen. Rückführung der Anleiheaufkäufe. Und aktuell haben wir im Grunde genommen Ende QE, Zinsanhebung sofort folgend. Und dann haben wir eben Juli, dann haben wir September, dann haben wir November und Dezember. Also Juli, September wahrscheinlich jeweils eine Zinsanhebung, die hier seitens des Marktes gespielt wird. Also jener Marktteilnehmer, die 3 Zinsanhebungen erwarten. An dieser Stelle, da kann man das auch schon erkennen. Also Juli, dann September, ebenfalls hier mit über 50%iger Wahrscheinlichkeit, dass wir dann schon 2 Zinsschritte zu sehen bekommen haben von den aktuellen Zinsniveaus. November würde ich ehrlich gesprochen sagen, habe ich eher die Wahrscheinlichkeit, dass man Patt stehen bleibt, um eventuell mal zu schauen, wie sich dann das auf den Markt grundsätzlich auswirkt. Und dann der letzte, finale, dritte Zinsanhebungsschritt auf diese dann nach dem Ende des QE-Programms ausstehenden Zinsanhebungen. Zinssitzungen, würde dann eben die dritte Zinsanhebung hier im Dezember tatsächlich dann stattfinden. Also so könnte man jetzt aktuell hier dieses Fed-Watch-Tool eben interpretieren, dass sich auch nicht an irgendwelchen Aussagen von irgendwelchen Notenbankern oder dergleichen orientiert, sondern dass sich eben an der Erwartung der Marktteilnehmer orientiert. Also das, was eben der Markt ausgehend von Optionspositionen im Terminmarkt an der CME eben aktuell preist und wie sich dann entsprechend eben dieses Fed-Watch-Tool berechnet. Und jetzt zurückkommt, was hat das mit dem FED-Sitzungsprotokoll von heute zu tun? Das hat damit was zu tun, weil man natürlich sich ergänzend zu diesen Erwartungen des Marktes natürlich auch entsprechende Statements oder Hinweise jedenfalls zwischen den Zeilen irgendwie in diesem Sitzungsprotokoll erhofft herauslesen zu können. Und deswegen könnte das heute Abend so ein bisschen spannender werden, wobei wir, wie gesagt, in dem Zusammenhang, besonders wenn wir eben hier jetzt die aktuelle Zinserhebung oder Zinserwartung seitens des Terminmarktes uns betrachten, hawkisches Potenzial haben, eher in Richtung dovische Überraschung sehen. Also dovische Überraschung bedeutet an der Stelle, dass man einfach dann jetzt seitens des Marktes hier relativ restriktiv davon ausgeht, dass dieser Inflationsdruck bekämpft wird und dass dann aus diesem Sitzungsprotokoll nicht zwangsläufig direkt hervorgeht, aber zumindest mal, dass man irgendwie nicht erkennen kann, dass diese Hawkishness sich dann auch in den Ausführungen der jeweils Fed-Offiziellen eben widerspiegelt. Was bedeutet, dass eben aktuell vielleicht zu viel restriktiver geldpolitischer Kurs eingepreist ist, was im Umkehrschluss bedeuten dürfte, dass wir entsprechend einen Rücksetzer in den Zinsen 10-Jähriger sehen. Also ich gehe mal ganz kurz hier auf den Zins 10-Jähriger US-Schuldtitel. Da können wir das erkennen. Der hat sich ja jüngst, das ist jetzt ein 5-Minuten-Chart, aber der hat sich ja jüngst sehr, sehr deutlich bullisch präsentiert. Das ganz besonders beginnt eigentlich ab letzter Woche. Ich gucke mal ganz kurz, rechne. 19. Freitag, seit letzter Woche Freitag. Da gab es einen kurzen Flashout Richtung 1,5 und dann begannen die Zinsen deutlicher anzuziehen. Deutlich zurück über 1,6%. Also das ist eine verhältnismäßig große Bewegung eben tatsächlich, die sicherlich auch zum aktuellen Abgabedruck, vielleicht auch im Tech-Bereich, der sich dann auch auf dem breiten Aktienmarkt eben widerspiegelt, weil eben die Marktkapitalisierung der Tech-Unternehmen eben entsprechend sehr stark ist, beziehungsweise dann wiederum muss man natürlich sagen, Tech-Bereich, die haben sich eigentlich wiederum in diesem besonders Fangbank-Komplex sehr stark präsentiert, trotz anziehender Zinsen, was wiederum etwas ist, was man berücksichtigen sollte. Also hauptsächlich sieht man eigentlich den Abgabedruck, besonders jetzt im Hinblick auf den DAX zum Beispiel, durch die jüngste Korrektur im Value-Bereich. Also IWM beispielsweise, das ist also der Mid- und Small-Cap-Index, der entsprechend die kleinen und mittleren Unternehmen in den USA ausgehend von der Marktkapitalisierung abbildet und der sich eben dann auch hauptsächlich in dem Fall in solchen Indizes wie dem DAX widerspiegelt, der nicht besonders stark tech-lastig eben tatsächlich ist.
Gut, aber also zurückkommt auf diese Überlegungen hinsichtlich des Verzwickungsprotokolls. Sollte also jetzt diese Hawkishness sich nicht bestätigen, könnte sein, dass wir hier einen Spike auf der Unterseite sehen oder beziehungsweise einen Flushout zurück unter 1,6%. Sehr dramatisch, nochmal mit Ausblick auf das verkürzte, beziehungsweise das jetzt anstehende Thanksgiving-Fest in den USA. Aber durchaus etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte. Und jetzt kommt es nämlich. Jetzt haben wir im Grunde genommen die Brücke gleichgeschlagen zur aktuellen Entwicklung, die wir in Gold sehen. Beziehungsweise, bevor wir jetzt auf den Goldchart schauen, Fed Real Yield. Können wir auch mal kurz einen Blick drauf werfen. Also, aktuelle Realverzinsung ist wieder zurück unter an dieser Stelle minus 1% gerutscht, stabilisiert sich aber im Bereich jener Niveaus, die wir schon mal zu Anfang des Monats gesehen haben. Also am 2.11. war das ganz besonders. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, wo haben wir denn am 2.11. notiert? 2.11. Ja, die aktuellen Niveaus ungefähr. Also das heißt, wir haben jetzt tatsächlich diesen Bereich erneut angelaufen, den wir auch zum Anfang des Monats schon mal getestet hatten. Nur mit einem ganz entscheidenden Unterschied. Die fundamentalen Zahlen zu Beginn des Monats, die sich dann im Laufe, besonders diesen Breakout hier, über diese starke Widerstandsregion nach sich gezogen haben, die standen noch aus. Also das heißt, die Inflationszahlen, die am, das war glaube ich der 10., ne? Ja, am 10. veröffentlicht worden sind, also heute vor 2 Wochen, da wussten wir noch nicht, dass diese deutlich über 6% veröffentlicht werden. Und jetzt kommt genau der Punkt, sollte jetzt sich herauskristallisieren, dass eben diese Hawkishness, die sich im FedWatch-Tool widerspiegelt, nicht im Sitzungsprotokoll der Fed widerspiegelt, dann könnte das dazu führen, dass der Zins unter Druck gerät, zeitgleich Inflationserwartungen vielleicht sogar nochmal deutlicher anziehen, also die Realverzinsung wieder deutlicher negativ wird und genau das dann dazu führt, dass hier der Weg bereitet wird für einen starken Abprall gegen diese herauskristallisierte Trendlinie. Die hatte ich gestern ja schon hier eingezeichnet gehabt, also ich habe den Chart nicht groß verändert. Das heißt also, die Auflagepunkte, die ich hier habe, tief aus dem September, beziehungsweise hier tief aus dem November, die habe ich miteinander verbunden, genau in diesem Bereich. Ich hatte gesagt, 7,85, 7,90 stoßen wir eventuell vor. Und das ist ein Bereich, gegen den könnte man aktuell in Spekulation auf eine solche Dovishness im Sitzungsprotokoll sich long positionieren und würde darauf spekulieren. Und das wäre das Interessante. Man hat eigentlich relativ klare Level, gegen die man riskiert. Und das macht die Sache interessant. Also das ist sicherlich spekulativ. Müssen wir erstmal abwarten, ob das in diese Richtung veröffentlicht wird. Aber sollte an dieser Stelle diese Dovishness sich nicht herauskristallisieren, also das ein Non-Event sein oder der Markt das irgendwie dann, wie soll ich sagen, mit Unbehagen irgendwie wahrnehmen, dann dürfen wir davon ausgehen, dass diese Niveaus, die gestern hier ausgebildet worden sind im Abend, also um 87, dass die relativ zügig unterschritten sind. Und gegen diese Niveaus würde ich an dieser Stelle auch entsprechend riskieren. Also sprich anders formuliert, ich gehe jetzt hier aktuell long in dieser Region gegen diese Tiefs. Wobei der ein oder andere vielleicht sagt, na, ich möchte, obwohl, nö, 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 Quatsch. Wir würden nämlich noch mal eine Zeit eben runtergehen. Ich hätte jetzt gesagt, naja, wir müssen erst mal abwarten, bis diese Abwärtsstruktur hier gebrochen ist. Aber wenn man sich das mal anschaut, die darf schon, na, nee, nee, darf noch nicht als gebrochen. Also auf der Stunde darf die noch nicht als gebrochen bezeichnet werden, wenn wir diese Tiefsee verbinden. Aber wenn wir den Mikrokosmos betrachten, also die gestrige Abwärtstendenz besonders, dann kann man, glaube ich, schon erkennen, dass wir hier einen Bruch dieser Abwärtssequenz zu sehen bekommen haben, dass das bärische Momentum sich beginnt abzuschwächen. Wir haben ein klares Level, das wir erobert sehen wollen, 7,95. Wir haben Level, gegen das wir riskieren an der Stelle. Konsolidierung seitwärts, Stabilisierung oberhalb dieses Zwischenhochs, was hier sich herauskristallisiert hat. Das ist ungefähr 7,91. Also in diesem Bereich konsolidieren wir aktuell schon seit geraumer Zeit. Also ich muss an der Stelle sagen, ich wüsste nicht, warum ich es nicht mal versuchen sollte. In Erwartung, dass es nochmal ein deutliches Aufbegehren gibt, dass es nochmal einen Versuch gibt, deutlich über diese Widerstandsregion hier zurückzulaufen, dass diese Trendlinie verteidigt werden kann und dass wir dann zumindest mal einen Versuch starten, hier diese Hochs nochmal zu attackieren um 8,77, 8,80. Wir haben grundsätzlich ein Umfeld, welches jetzt auch mit dem Jahresschluss ab der zweiten Dezemberhälfte ganz besonders bullisch wird. Eventuell ist das ein frühzeitiger Einstieg hier mit kleinem Risiko, der darauf spekuliert, eben sich für solch ein saisonal günstiges Feld oder Umfeld, in das sich eben Gold bewegt, zu positionieren. Und wir wissen halt eben auch relativ zügig, wo wir falsch sind. Also wir wissen, mit Break dieser Tiefs willst du nicht mehr long sein. Das ist ein kleines Risiko. Das sind ungehebelt roundabout $10 pro Fine Unze Risk.
Du hast auf der Oberseite, hast du ein klares Szenario, was du sehen möchtest. Du möchtest sehen, dass wir hier die 810 zurückerobern. Das ist dieses Zwischen, Konsolidierungshoch, ja, Zwischenhoch, relative Hoch, welches hier sich nach diesem initialen Flashout am Dienstag, Montag war es schon, am Montag hier herauskristallisiert hat, wo wir dann gestern früh weiteren Abgabedruck gesehen haben. Das heißt, diesen Bereich willst du zurückerobert sehen. Du hast bei einem Entry gegen diese aktuellen Niveaus, hast du da schon eine Chance von 20 Dollar. Das heißt, mit dem initialen Risiko von 10 Dollar hast du hier ein CRV von 2 zu 1, hast einen potenziellen auch Bereich, gegen den man vielleicht eine kleine Reduktion der Position, das Risiko verdient an der Stelle, beziehungsweise nicht das Risiko verdient hat, sondern Teilgewinnmitnahmen vielleicht auf den Weg bringst, um einen Teil des Risikos aus dem Trade rauszubekommen. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Das ist durchaus ein Bereich, den man hier in Betracht ziehen könnte. Jetzt aktuell sehen wir, laufen wir diesen Bereich an, 7,89. Nochmal ein Dollar, 2 Dollar vielleicht besser geworden. Also spricht an der Stelle aus rein spekulativer Sicht ein wenig dagegen, das nicht mal zu versuchen in Antizipation oder in Erwartung eben heute Abend des Sitzungsprotokolls. Beziehungsweise vorher haben wir auch schon einen anderen Datensatz, der über den Ticker läuft. Wobei der, ja, das Problem ist in Anführungsstrichen, also das ist die gleiche Argumentation, die wir auch schon am Montag hatten, als dieser Flashout dann am Nachmittag sich kurz vor der US-Eröffnung sehr herauskristallisiert hat. Wir erinnern uns dran, der Haupttreiber dafür war die erneute Nominierung für oder durch Joe Biden von Jay Powell als Fed Chairman statt Lael Brainard. Das war eigentlich der Hauptgrund für diese US-Dollar-Stärke kurzzeitig, beziehungsweise die Goldschwäche, weil Brainard bekannt ist als sogenannte geldpolitische Taube. Also nochmal taubiger, in Anführungsstrichen, oder dovischer, als eben es Jay Powell ist. Und demnach haben wir dann eben entsprechend diesen Spike in Zinsen gesehen, beziehungsweise haben entsprechend dazu die Entwicklung eben hier zu sehen bekommen in Gold mit diesem Abgabedruck. Dadurch ist dieses News-Event eben von Existing Home Sales am Montag so ein bisschen untergegangen. Ich hatte das aber schon zum Thema gemacht und die Überlegung ist jetzt eine ähnliche. Wenn wir das im Hinterkopf behalten, wir erinnern uns dran, Existing Home Sales wurden höher als erwartet ausgegeben und haben auch potenziell zu den anziehenden Zinsen beigetragen, denn aus diesen Existing Home Sales oder Sale, also das heißt bestehenden Häusern und den Weiterverkäufen, konnte man oder kann man immer noch ja den Rückschluss ziehen, dass Marktteilnehmer oder beziehungsweise dann in dem Fall Menschen, hier in dem Fall Häuser kaufen. Seien sie jetzt bestehend oder seien sie auch neu, also das sind heute die New Home Sales, neu gebaute Häuser, die gekauft werden, um sich entsprechend eben in Antizipation zeitnah anziehender Zinsen durch den ansteigenden Inflationsdruck oder die weiter anziehende Inflation eben aktuell günstige Hypothekendarlehen zu sichern. Das ist durchaus eine ernstzunehmende Option an der Stelle. Wir haben auch schon jüngst hier gesehen, die New Home Sales, die einen entsprechenden Print auf der Oberseite gesehen haben, werden heute erwartet, da kann man es auch sehen, mit 800.000, also genau auf dem gleichen Niveau wie an dieser Stelle im Vormonat. Sollten wir hier eine Überraschung auf der Oberseite sehen und den höchsten Print zu sehen bekommen, dann an dieser Stelle eben, naja, seit dann nunmehr im Grunde genommen eigentlich Anfang des Jahres, könnte das durchaus hier der Stelle nochmal den Zins treiben. Auf der Kehrseite sollte dieser Datensatz enttäuschen, dann wäre es an dieser Stelle so, dass wir hier vielleicht auch zusätzlich nochmal einen Abgabedruck auf Zinsen sehen. Also auch aus der Perspektive könnten wir dann die Spekulation eingehen und sagen, naja, stoßen wir uns eventuell stärker gegen diesen Bereich eben tatsächlich jetzt ab, gegen diese Trendlinie mit Erwartung, dass wir zurück über die 800 eben tatsächlich laufen. Eben auch begünstigt durch den Umstand, dass eben dieser kleine Verfall oder kleine Verfall, der Optionsverfall gestern eben tatsächlich dann durch ist. Ja, also das ist eine Überlegung hier an dieser Stelle für Gold. Wir können auch einen kurzen Blick auf Silber werfen. Silber ist aber nicht mehr ganz so schick, weil gestern dann doch durch den Abgabedruck hier ein Bruch dieser Trendlinie nach sich gezogen wurde. Wir haben zwar die 23 halten können, aber das Bild sieht jetzt nicht mehr so schön aus. Also jetzt zunächst einmal jedenfalls. Also ich würde jetzt gerne sehen wollen, dass wir auch ein klares Wiederaufbegehren an der Stelle sehen. Wir sehen einen sehr harten Abprall an der Stelle gegen die 200-Tage-Linie. Mein initialer Long Trade, den ich hier auf den Weg gebracht hatte, der zwischenzeitlich ja gestoppt worden ist, der zielte darauf ab, dass es eine Rückeroberung der 200-Tage-Linie gibt. Die hat es jetzt sehr deutlich nicht gegeben. Was wir jetzt abwarten wollen, ist eben, ob wir ein erneutes Aufdrehen sehen, vielleicht eine Aufwärtsstruktur, eine dynamischere Aufwärtsstruktur auch zu sehen bekommen, wo deutlich Käufer in den Markt kommen, Konsolidierung knapp unterhalb hier dieser 200-Tage-Linie, beziehungsweise in dem Fall dann knapp unterhalb der vielleicht 25er-Region und in Vorbereitung eines Breaks höher. Aber bis es soweit ist, das dauert noch ein bisschen. Und deswegen würde aktuell meine Wahl hier auf Gold eben tatsächlich fallen. Und ich würde eher solch ein Play gegen diese Trendlinie eben hier spielen wollen.
Auch wenn das nicht so volatil wäre wie in Silber. Also Silber ist nochmal um ein Vielfaches stärker schwankungsintensiv. Aber nichtsdestotrotz, charttechnisch scheint mir die Konstellation hier in Gold ein bisschen attraktiver einfach zu sein. Und wir haben auch ein klares Level einfach schlicht, gegen das wir hier riskieren können. So, das also zum DAX, der jetzt übrigens die gestrigen Tiefs anläuft. Knapp unterschritten. Quick Rebit, das ist interessant. Also noch ist nichts gewonnen, aber dieser kurze Flush jetzt hier drunter und dass wir nicht tiefer markieren oder jetzt deutlicher durchrutschen durch diese Niveaus, das ist nicht das schlechteste Signal für die Bullen. Also auch wenn wir jetzt deutlich unterhalb der Niveaus eben handeln, die wir gerade hier zum Thema gemacht haben, noch vor rund 10, 15, 20 Minuten, aber dass es hier kein Follow-through gibt, sondern dass wir nur knapp unterhalb dieser Niveaus peaken und dann sofort scharf zurückgekauft werden, das ist ein erstes Indiz, dass vielleicht das nur eine Übertreibung auf der Unterseite ist und dass wir jetzt mit einem Bounce rechnen könnten. Auch hier haben wir eigentlich ein relativ klares Niveau, gegen das wir es riskieren würden. Also wer sich jetzt gegen diesen Spike Long positioniert, der weiß, sein Stop, der liegt jetzt hier bei 8,50 roundabout und würde an der Stelle einfach sagen, ja, wenn wir jetzt tiefere Tiefs markieren, dann rückt auch tatsächlich hier diese Region um eben, wie kann man es ein bisschen besser sehen, um eben 77, 800 in den Mittelpunkt des Geschehens, dann sind wir auf der Unterseite noch nicht fertig. Aber wenn jetzt eben hier nochmal ein kleines Einknicken kommt und wir ein höheres Tief markieren, dann könnte das schon mal ein interessanter Kandidat sein für einen Bounce-Play, wo wir darauf abzielen würden, zunächst jedenfalls mal, dass es mindestens ein Retest hier des EMA 50 gibt. Also kleine Position, ich würde das nicht zu so aggressiv spielen wollen, weil einfach der Intraday-Vorteil weiter erstmal auf der Short-Seite ist. Aber bis hierhin und der mangelnde Follow-Through auf der Unterseite, der unterstreicht eigentlich eher so meinen Eindruck, dass wir nach unten nicht ganz so viel Potenzial jetzt mit Ausblick auf Thanksgiving und dergleichen haben. Sicherlich heute Nachmittag mit den US-Märkten werden die Karten neu gemischt, sicherlich, ohne Frage. Aber das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also es könnte sein, dass das jetzt hier so ein klassischer Stop-Fishing-Move war. Und sobald wir jetzt keine tieferen Tiefs markieren, könnte es sein, dass wir jetzt einen Versuch starten, eben uns deutlicher zurück zu bewegen. Ehemalige Tiefs 29, beziehungsweise dann der EMA 50 an der Stelle. Mal gucken, ob es einen Retest gibt unterhalb, also wenn wir tiefere Tiefs markieren, 77, 800, wenn wir jetzt diese halten können, dann scheint ein Retest oder auch eine Rückeroberung des EMA 50 hier durchaus im Bereich des Möglichen. So, ich wollte noch mal ganz kurz einen Blick werfen auf Zoom. Entspricht nicht meinem Gameplan. Deswegen, ich muss mal gucken, ob ich heute noch mal was in Zoom mache. Ich habe gestern einen Trade versucht. Der ist leider Break-Even ausgestoppt worden. Leider hat er, ja, leider, in Anführungsstrichen, also er hat dann in den Abend hinein, hat der Trade dann tatsächlich sich doch noch so herauskristallisiert. Ich will es mal ganz kurz hier zeigen, wovon ich rede. Also wir hatten ja gestern Zoom mit entsprechenden Earnings. Ich muss an der Stelle übrigens auch was Folgendes sagen. Ich habe leider gestern was verpasst, zum Thema zu machen. Und ich habe das auch sofort gemerkt, denn ich hätte das gerne, oder in der Nachbetrachtung ist mir das dann klar geworden, eigentlich war das eine schöne Möglichkeit, hier so eine Art Sympathy-Play auf den Weg zu bringen, direkt vom Opening weg, als wir besonders auch in der Vorbörse uns derart schwach präsentiert haben. Wir blicken da gleich nochmal drauf, und zwar Stichwort Peloton. Was übrigens dann auch jetzt die Frage aufwirft, ob das so eine gute Idee ist, was ich jetzt gleich zum Thema mache. Also es könnte durchaus anders kommen, aber der Reihe nach. Also ganz kurz nochmal zur Erklärung oder beziehungsweise zur Nachbereitung. Also Zoom hat Zahlen vorgebracht, die in line waren, die waren relativ gut, allerdings relativ gut, ja, sie waren in line, sie waren wie erwartet, aber das, was eben für den starken Abgabedruck und das Gap hier von minus 10% gesorgt hat, das war also zur Eröffnung, das hat da zu tun gehabt, dass eben die Wachstumsaussichten des Unternehmens nicht mehr die Vorgaben oder die Erwartungen der Wall Street haben erfüllen können. Also das heißt, ein Wachstumstitel, stark wachsendes Unternehmen in den letzten Jahren ja ganz besonders, oder im letzten Jahr gewesen, durch Corona, Lockdown und alle, die zu Hause im Grunde genommen über Videokonferenz, Tools, eben ganz besonders Zoom eben tatsächlich dann arbeiten. Und dann ist es so gewesen, dass dieses Wachstum eben sich jetzt beginnt, deutlicher abzuschwächen. Also es ist immer noch, der Wachstumspfad ist gegeben, aber es gibt diese sogenannte Deceleration. Also das ist ein abschwächendes Momentum an dieser Stelle eben im Hinblick auf das Wachstum. Und das hat dazu geführt, dass wir eben zwar initial einen kurzen Pop nach oben gesehen haben, weil die Earnings per Share oder auch die Guidance oder auch der Revenue alles in allem eigentlich sehr solide waren. Aber nichtsdestotrotz, dieses abschwächende Wachstum hat dann eben dazu geführt, dass wir eher nochmal Abgabedruck gesehen haben. So.
Und jetzt habe ich dann eben in diesem Zusammenhang hatte ein Szenario, mal gucken, habe ich das ja nicht hingeschrieben? Ja, zunächst, also das ist von gestern früh noch gewesen. Da hatte sich noch, also wir haben es relativ stabil präsentiert gehabt eigentlich. Und dann kam nochmal deutlicher Abgabedruck eben tatsächlich rein mit der 2,20. Wir sind tatsächlich um 2,15 haben wir eröffnet. Wir werden gleich uns noch einen Chart anschauen. Also wir können es hier erkennen, da, das ist die 2,15, wo die Eröffnung stattgefunden hat. Gestern, also wir sind schon unter meine Inflection tatsächlich gerutscht gewesen, die ich noch bei 2,25 hier hatte. Und es war dann eben mein Überlegen, dass ich sagte, naja, wenn wir die zurückerobern können, an dieser Stelle, dann wäre das eventuell, das hatte ich auch im gestern im Morning Meeting gesagt, dann wäre das ja eventuell ein Grund, davon auszugehen, dass dann sich doch das absprechende Wachstum zwar widergespiegelt hat, aber es größtenteils eingepreist ist, auch schon deswegen, weil Zoom in der jüngeren Vergangenheit stärkeren Abgabedruck gesehen hat. Also wir erinnern uns dran. Hier, wir sind im Hoch gehandelt worden, das war letztes Jahr im Oktober, ziemlich genau vor einem Jahr, bei fast $600 die Aktie, nur um jetzt eben eine Korrektur eingeleitet zu sehen, bekommen von mehr als 50%, 60% tatsächlich. Und dann mit dem Gap Down, jetzt sind wir nahezu, also wo wir gestern zeitweise unter $200 gelegen haben, haben wir eine Korrektur von fast 70% von den Allzeithochs. Also sehr, sehr viel Vorschuss, wo wir dann eingepreist gewesen, aber eben auch dann an dieser Stelle schon bereits sehr, sehr viel wieder ausgepreist, beziehungsweise abschwächendes Momentum. Und das wiederum bedeutet, ein Bounce-Play scheint dann schon durchaus im Bereich des Möglichen, besonders wenn sich das herauskristallisiert. So. Nun ist es allerdings so gewesen, dass wir dann einen stark bärischen Opening Drive gesehen haben, so nennt man das. Das heißt also unterhalb dann der 220 noch weiter Abschläge gesehen haben. Und dieses Play, das war durchaus, also nicht nur, dass das Schwäche per se von sich aus suggeriert hat, sondern es war eben auch was, ich will das mal kurz hier zeigen, das ist ein 5-Minuten-Chart. Wir haben hier die Eröffnung gesehen. Das sind die vorbörslichen Tiefs gewesen, ungefähr um 2,14. Und du hast eigentlich dann zur Eröffnung, wenn wir in diesem Bereich, das ist so, ja, nicht so aussagekräftig, weil eben noch vor 14 Uhr. Aber als wir es hier nicht schaffen, über die 2,20 die Inflection zu laufen und dann unter das vorbörsliche Tief bei 2,14 eben fallen, hast du eigentlich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir unterhalb dessen auch weiter bärisches Momentum aufnehmen. Und das hat dann auch sich entsprechend so dargestellt. Dieses Play, das habe ich allerdings verpasst, beziehungsweise hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, weil ich so fokussiert auf den Bounce war, dass ich hauptsächlich eigentlich darauf spekulieren wollte, wann sich früher oder später infolge der starken Bedingungen auf der Unterseite eine Gegenbewegung abzeichnet. So, jetzt hatte ich eben als erstes Ziel die 2,10 auf dem Schirm. Hat er gesagt, okay, was ich sehen möchte, ist ein kurzer Flush. Ich mache das mal kurz auf der Minute. Kurzer Flush unter die 2,10. Und dann hier Quick Rebit und dann gucken wir einfach mal, ob dann in einem zweiten Anlauf die 2,10 gehalten werden kann. Also man muss hier ganz genau hingucken, man kann das erkennen. Also da kommen wir an, 2,10, das ist diese Linie hier. Wir rutschen drunter, sehen eine Gegenbewegung, da werde ich aufmerksam und dann sage ich, okay, Order alles vorbereitet. Ich habe an der Stelle eben dann das rein diskretionär, dass ich das entsprechend manage. Und dann will ich sehen, dass die 2,10 hält. Und guck also das Tape, was dann läuft, also das Orderbuch an dieser Stelle und sehe, da hält überhaupt gar nichts. Also wir sehen kurz ein Rebit drüber bis 2,11 und werden anschließend sofort wieder aggressiv abverkauft. Da kam sofort ein Step-Down der Bits, beziehungsweise wir haben auch auf der 210 hatten wir ein verhältnismäßig hohes Volumen eigentlich. Also das war nicht nur, dass ich das Level auf dem Schirm hatte, sondern auch ein anderer Marktteilnehmer offensichtlich oder andere Marktteilnehmer auf dem Schirm es hatten, diesen Bereich, und das wurde dann decremented, ohne dass dann Restack stattgefunden hat. Also sprich, du hast eine große Geldseite, die steht im Markt. Dann kommt von oben eben entsprechend Verkäufer, der den Bid hittet, sagt man. Also das heißt, der verkauft gegen diese Geldseite, verkauft demjenigen welchen, verkauft, 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 verkauft. Und wenn du jetzt wirklich aber Nachfrage hättest oder beziehungsweise der Markt sich gegen dieses Niveau stabilisiert, dann würdest du sehen, dass dann an dieser Stelle weitere Käufer gegen diesen 2,10er-Bereich in den Markt kommen würden. Also das heißt, wir würden an dieser Stelle zwar ein Decrement der Bids sehen, aber nichtsdestotrotz würden kontinuierlich immer wieder neue Käufer gegen diese 210 in den Markt kommen. Und irgendwann würde dann entsprechend eben das Angebot, was gegen die 210 in den Markt gegeben wird, entsprechend absorbiert, würde es absorbiert und dann hätten wir eine entsprechende Gegenbewegung. Das könntest du entsprechend mit natürlich ein bisschen Übung und dergleichen, könntest du aber im Bit sehen, im Tape sehen, auf dem Bit jeweils. Und das hat überhaupt nicht stattgefunden. Decrement, bumm. Und das ist gleich tiefer abverkauft worden und dann sind wir in Richtung der 200er Region gelaufen. Ich hatte das, glaube ich, auch, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich das so geschrieben hatte. Erste Blick Bounce hatte ich, ah, da habe ich es geschrieben. Ersten Blick für einen Bounce hatte ich auf der 210. Durch den Drop liege ich nun auf der 200, auf der Lauer. Also zu diesem Zeitpunkt, als ich das hier gepostet habe, das war 15:47. Da kann man das hier sehen, das ist ungefähr dieses Zeitfenster. Da sind wir noch nicht in die 200er Gefilde vorgestoßen gewesen.
Und ich habe also die gleiche Überlegung an dieser Stelle, auch ein sehr, ich denke, dahingehend interessantes Play, weil es CRV natürlich schon mal interessant wird. Wenn ich nämlich gegen die 200 versuche, mich dann entsprechend long zu positionieren, auf eine gleiche Herangehensweise wie hier und dann auf der Oberseite darauf gehe, dass wir aus diesen Gefilden einen Bounce mindestens in Richtung Rewop zu sehen bekommen. Also der zu diesem Zeitpunkt hier, ich gucke mal ganz kurz. Hier ist die 200er-Region, ne? So ungefähr, ja. Verläuft ungefähr um 208, 209, knapp unterhalb also der 210 an dieser Stelle. Das ist also nochmal der S2 für den Tag. Dann hast du eben mit einem Risiko, hängt so ein bisschen natürlich davon ab, wie klein das Risiko ist, aber maximal sind es 2 Dollar auf die aktuelle Volatilität in der Aktie, 20% von der ATR. Dann hast du schon CRV von 3, 4 zu 1 an dieser Stelle, was das durchaus interessant werden lässt. Wenn wir die 210 gehalten hätten, dann wäre mein Ziel gewesen, dass wir zurücklaufen in Richtung der 220. Also das wäre die Inflection auf der Oberseite gewesen eben. CRV von 5 zu 1 wäre es an der Stelle gewesen. Aber wir haben eben dann gesehen, hat nicht gehalten, die 210. 200 wird angelaufen. Ich liege da auf der Lauer, gucke mir das an und sehe, auch die 200 kann nicht gehalten werden. Also, ich habe die gleiche Beobachtung gemacht, wie ich da auf die 210 gemacht habe. Nicht ganz so dynamisch, aber nichtsdestotrotz, die 200 konnte nicht gehalten werden. Und dann kann man es ja hier lesen. Könnte einen kurzen Flush vorstellen, wenn wir die 200 dann zurückerobern und halten, könnte ich mir einen Long vorstellen. Also gegen die 200 an der Stelle. Ich bin dann noch ein bisschen günstiger reingekommen, weil irgendwann hat sich dieses Szenario herauskristallisiert. Und das war nämlich der Fall, als wir hier reingelaufen sind. In diesem Bereich, da kann man das recht gut erkennen. Da sieht man auch den Zeitstempel, ist 16:39 Uhr. Guck mal ganz kurz, wo habe ich hier den Post gemacht? 16:39 Uhr. Oh, gut, okay, mit ein bisschen Verzögerung. 17:30 Uhr ist es. Ja, okay. Bisschen mit Verzögerung. Ich guck mal ganz kurz. 16:39 Uhr. 17:30 Uhr den Post gemacht. Oh, Verzeihung, ich bin. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich. Verzeihung, Quatsch. Ich habe hier, da sieht man ja, wir sind ja nochmal ein Stück weit tiefer verkauft worden. Tatsächlich hier, das ist der Bereich. Deswegen 17 Uhr, da sehe ich das Halten erstmal dieser Region. Und jetzt, mein Entry hat hier stattgefunden, in dem Bereich. Warum habe ich hier noch nicht gekauft, beziehungsweise was hat dagegen gesprochen? Weil wir eben unterhalb dieser Trendlinie verlaufen sind. Also das heißt, bis hierhin konnte man relativ deutlich erkennen, dass die Bären weiterhin die Kontrolle haben. Ja, so könnte man das vielleicht ganz gut zusammenfassen. Also wir sehen an der Stelle einfach bis dahin kein Signal, dass da irgendwie Käufer auf den Plan treten. Und dann, wenn man jetzt ganz genau hinguckt, dann sieht man hier diese grünfarbene Kerze. Und diese grünfarbene Kerze in Verbindung auch mit dem steigenden Volumen, also das ist. Das sieht nicht imposant aus, aber an dieser Stelle ist das doch ein deutlicher Bruch eben erstmal und ein höheres Tief, was ausgebildet wird. Da habe ich dann gesagt, okay, das könnte es jetzt nach unten gewesen sein. War noch ein bisschen vorsichtig, weil, warum war ich vorsichtig? Übergeordnet der Modus sich immer noch bärisch dargestellt hat. Also sprich anders formuliert, wir hatten ja übergeordnet aus dem Tech-Bereich, also wenn wir uns auch den Einzeltitel angeguckt haben, Roku zum Beispiel an dieser Stelle, auch Tesla gestern beispielsweise. Wo fahren wir ganz kurz hin? Hier, Tesla zum Beispiel. Hatte gestern auch einen recht schwachen Verlauf eigentlich. Das ist hier der 5-Minuten-Chart gewesen. Ich gucke mal ganz kurz, 15:30 Uhr da. Also wir sind im Grunde genommen fortwährend eigentlich von der Eröffnung unter Druck gewesen und haben auch keinerlei Anstalten erstmal zunächst jedenfalls gemacht, hier zu einer Gegenbewegung anzusetzen. Also wenn du dann in solch einem Tech-Titel, Zoom, starker Wachstumstitel unterwegs bist, dann solltest du dir dennoch das übergeordnete Bild an der Stelle anschauen, die Zinsentwicklung anschauen, das so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und dann erkennst du einfach, dass wir eigentlich ein bisschen Vorsicht walten lassen sollten. Und dann musste es allerdings schnell gehen. Dann haben wir nochmal ein kurzes Überrollen gesehen. Und ich habe dann hier in diese Kerze, und das ist die 17:22 Uhr Kerze ist an der Stelle, kommt es zum kurzen Peaks in Richtung, aber wir haben die Tiefs nicht mehr unterschritten. Und wir haben dann auch ein recht quick Rebit gesehen. Und ich habe dann gegen dieses Peaksen, gegen diese Tiefs, die sich auch hier ausgebildet haben, um 195,50 habe ich mich long positioniert. Und das war ein ziemlich optimaler Entry tatsächlich in diesem Bereich, weil wir haben nämlich relativ zügig den Eroberungsversuch jedenfalls, der 200 zu sehen bekommen. Das hat dann dazu geführt, wir sind hochgehandelt worden hier bei rund 201. Gegen den Bereich sind wir leider übergerollt. Also leider, das werden wir gleich sehen, weil offensichtlich flaschen wir hier runter. Dann werde ich hier ausgestoppt. Ja, und ich habe den Stop dann das Risiko verdient gehabt, Stop rausgenommen, hatte noch keine Gewinnmitnahme, Teilgewinnmitnahme auf den Weg gebracht, sondern habe das wirklich ganz aggressiv gemanagt, weil ich gesagt habe, entweder machst du es jetzt, Rückeroberung der 200 oder eben nicht. Und das Problem,
beziehungsweise ich muss sagen, ich ärgere mich da nicht drüber. Das war ein wirklich guter Trade, das war eine super Beobachtung, das war sehr geduldig. Ich habe genau eigentlich alles gemacht, was ich mir vorher als Gameplan niedergeschrieben habe. Was ich gerne hätte gesehen, wäre natürlich das gewesen, was dann hier in der zweiten Hälfte, besonders ab 20 Uhr stattgefunden hätte. Das wäre das gewesen, was ich hätte sehen wollen würden. Also gleich die Rückeroberung und auch dann halten hier, der 201 und dann Rückeroberung von WeWop mit sogar Rücklauf bis in Richtung der 210. Also der ist punktgenau gestern genau in diese Gefilde vorgestoßen. Gegen 205 hatte ich eine erste Teilgewinnmitnahme geplant, das hatte ich auch alles genauso hier geschrieben gehabt. Da übergeordnete Tech-Growth-Schwäche, Stop bereits auf Break-Even nachziehen lassen. Sollte diese halten, liegt mein erstes Ziel um 205 bzw. dann 210. Ja, das haben wir zu sehen bekommen. Leider allerdings nicht mehr mit mir, weil ich zwischenzeitlich hier Break-Even ausgestoppt worden war. Aber das einfach ganz kurz zu dem Ablauf nochmal, wie ich da diesen Trade abgesetzt habe. Und wer sich gestern in der Discord-Community gefragt hat, ich gebe mal ganz kurz hier auch den Link für diejenigen, welche das nachlesen wollen. Ich habe jetzt auch übrigens ganz kurz das ganz bewusst hier zum Thema gemacht und so detailliert durchgesprochen, weil das mir auch selber nochmal hilft, meine Gedanken zu ordnen, beziehungsweise Discord. Weil ich mir nämlich vorstellen könnte, dass wir heute vielleicht nochmal ein zweites Play sehen für Zoom. Also Tendenz, dass wir hier nochmal eine deutliche Rückeroberung der 200 sehen. Also jetzt kommt die Vorbörse rein, das ist natürlich alles ganz dünn, das ist alles nicht wirklich aussagekräftig. Aber sollten wir es jetzt hier schaffen, diese, ich sag mal 203, diesen Bereich zu halten, könnte es sein, dass Zoom eventuell einen Versuch nochmal startet, Richtung 210 und höher zu laufen. Also und das auch begünstigt wird durch das jetzt eher ausdünnende Umfeld, dass das vielleicht dann zu einer Gegenbewegung, schärferen Squeeze, Korrekturbewegung eben tatsächlich führt. Was mich aber sehr vorsichtig werden lässt, und das ist das, was ich gestern eben meinte, jetzt kommen wir nochmal, jetzt schließe einen ganz großen Kreis, zu dem Opening Drive Play war, dass ich vergessen habe, zum Thema zu machen, Peloton. Da bin ich übers Wochenende drüber gestolpert, weil die Struktur, die sich hier herauskristallisiert hat in Zoom, sehr ähnlich zu der war, die wir auch im Peloton zu sehen bekommen haben, bevor dieser Devastating Earnings Report am 4. November veröffentlicht worden ist, mit diesem massiven Gap-Down. Und zwar, man schaut mal auf diese Struktur, ja, dieses Bild hier an der Stelle. Wir können auch mal Folgendes machen. Ich mache einfach mal einen Druck. So, einen Augenblick. Das ist ein bisschen besser. Einen Augenblick. Ich schneide den mal jetzt ganz kurz hier parallel aus. So. Ausschneiden. Und leg den mal hier hin. So. Ja, das ist der Chart hier unten. Und jetzt gucken wir uns daneben mal Zoom an. Und dann guckt man sich mal die Struktur an. Das sieht sehr ähnlich aus. Oder? Also das hier oben, das ist Peloton und das ist Zoom. Man schaue sich das mal an. Also Peloton, sehr ähnliche Aufwärtsstruktur. Stay at home, also zu Hause bleiben. Das ist ja ein Gym-Equipment-Anbieter von beispielsweise solchen Fahrrädern, wo man sich dann diese Apps runterladen kann, um dann im Grunde genommen interaktiv Fahrradtraining zu machen. So, hat natürlich massive Vorschusslobbeln gesehen, auch während diesem Stay at home. Und dann schauen wir uns mal die Struktur an. Auch hier dieses Herandriften im Grunde genommen und dieses Herausbilden einer Abwärtsstruktur. Und dann kommt dieses Gap down unter diese wichtige Unterstützungsregion an dieser Stelle. So, und jetzt, also nochmal, was ich meine, zum ersten Mal Opening Play, also das heißt zur Eröffnung konnte man das im Peloton auch beobachten, wenn wir uns jetzt mal Piton hier anschauen, am 4. Auch da haben wir einen Opening Drive auf der Unterseite gesehen, nach diesem massiven Gap Down. Oh, komme ich da gar nicht rein? Ich hoffe doch. So. Also nicht dramatisch, aber die bärischen Vorgaben hier, die haben sich schon deutlich herauskristallisiert. Das ist nicht ganz so sauber, aber nichtsdestotrotz, also der Vorteil bleibt short. Was mich aber viel mehr interessiert, ist natürlich jetzt, im Hinblick auf das, was ich gerade sagte, Stichwort Bounce Play, also Gegenbewegung. Na, wie viel Gegenbewegung haben wir denn bei Peloton gesehen? Wie viel Versuch einer Gegenbewegung? Also, wir haben gesehen hier, 5., also am 4. nachbörslich kommen die Zahlen. Das war Donnerstag, Montag haben wir eher nochmal weitere Abschläge gesehen. Ja, nochmal weitere Abstiege gesehen. Natürlich war das Umfeld ein anderes, das war jetzt nicht Thanksgiving, was vor der Tür stand, aber wenn man sich nochmal hier dran erinnert, oder wenn man sich das betrachtet und diese Korrelation, die kann man nicht wegdiskutieren, von Zoom und eben hier dem übergeordneten Peloton-Chart, da muss ich schon sagen,
Bei allem Verständnis dafür und bei allem Wachstumsausblick und Positiven, was ich sehe, für Zoom längerfristig an der Stelle. Ich glaube, ähnlich auch wie Roku. 12 Monate von jetzt sehen wir, sofern das Marktumfeld solide bleibt, sehen wir eher deutliche Aufschläge. Das gleiche gilt auch für Peloton an der Stelle. Also das sind eher Titel, von denen ich ausgehe, dass die sich in den kommenden 12 Monaten von diesen jüngsten Abschlägen deutlicher erholen dürften. Also müsste ich jetzt eine Wette abschließen, würde ich sagen, Peloton, Zoom und auch Roku werden in 12 Monaten von jetzt, also im November 2022, eher höher notieren als diese Niveaus. Also gerne Timestamp drauf und dann gucken wir einfach mal in einem Jahr. Also das heißt jetzt nicht, dass ich hier all in long gehe auf die Titel und da ein großes Geld drauf setze, aber ausgehend von dem Gesamtbild würde ich sagen, spricht eigentlich eher einiges dafür, dass diese Titel höher zu den derzeitigen Kursniveaus, besonders nach dieser jüngsten Korrekturbewegung eben spielen. Aber kurzfristig ist dieses Bounce-Potenzial ebenfalls hier noch nicht gegeben. Und das ist durchaus etwas, was uns Sorge machen sollte im Hinblick auf Zoom, beziehungsweise was ich im Hinterkopf behalten sollte, wenn ich eben jetzt übermäßig optimistisch für ein Bounce-Play mich irgendwie positioniere. Weil die Korrelation nochmal ist gegeben und das sollte ich im Hinterkopf behalten. Also eher bietet sich Zoom vielleicht sogar von der Short-Seite nochmal an. Das gilt eventuell ganz besonders dann, wenn es nicht gelingen sollte, hier den Two-Day-Rebop an der Stelle eben zu halten. Also den Bereich oder ganz besonders hier vielleicht die 203 zu halten und wir unterhalb dieses Niveaus rutschen, ganz besonders, wenn wir unter die 200 rutschen, dann könnte das durchaus nochmal einen stärkeren Push unter das 200er-Level eben tatsächlich geben. Ja, also das nochmal ganz kurz zu Zoom. Jetzt gucke ich nochmal kurz in die Chatbox. Genau, also was Michael gerade hier noch beschreibt, wenn man den Statistiken Glauben schenkt, geht es ja vor Feiertagen eher rauf, dieser Pre-Holiday-Effekt, ganz genau. Abnehmende Volatilität eigentlich eher die Long-Seite favorisieren, weswegen ich auch ein bisschen überrascht bin, wie gesagt, dass sich DAX und Co. hier derart schwach präsentieren. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Was hat er veranstaltet? Hat er irgendwas veranstaltet im Moment? Also ernsthafte Versuche bleiben hier derzeit noch aus, eine Attacke auf die Tiefs zu setzen. Mal gucken, ob das so bleibt. Aber das, was ich gerade hier skizziert hatte, als Bounce Play, das bleibt erstmal weiter intakt. Auch wenn ich jetzt nur ganz moderat, ganz klein handeln würde, weil wir eben Intraday den Vorteil auf der Short-Seite sehen durch den Handel unterhalb des EMA 50. Und ein Blick auf Öl können wir uns gönnen. Moment, Spot. Oh, ich weiß nicht, ob das ein Flop war, ehrlich gesagt. Goldschenk fragt nach Öl und Freigeben der Ölreserven war ja wohl ein Flop. Also ich habe das jetzt nicht genau weiter verfolgt, wie sich die Situation da jetzt grundsätzlich ausgehend von der Biden-Administration darstellt. Aber also diese Abwärtssequenz hatten wir zum Thema gemacht. Wir hatten in dem Zusammenhang ja eine Möglichkeit skizziert, dass es vielleicht einen Push nochmal etwas auf niedrigen Niveaus, glaube ich, gibt, wenn ich mich richtig entsinne, dass wir diese Trendlinie hier testen. Und jetzt ist diese News über den Ticker gelaufen, dass man sich dort wohl in diese Richtung bewegt, dass man ein Überangebot plant zu schaffen, um den Preis und folglich den Inflationsdruck, der sich weiter aufbaut, eben in den Griff zu bekommen. Und wir bekommen darauf eine bullische Reaktion zu sehen. Und wir bekommen nicht nur eine bullische Reaktion zu sehen, sondern wir brechen diese Abwärtstrendlinie und wir konsolidieren knapp unterhalb hier der 79er-Niveaus. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ohne jetzt weiter, also ich müsste jetzt noch mal mich genau mit der Situation auseinandersetzen, wie sich die jetzt darstellt, freigeben Ölreserven und dergleichen. Aber wenn ich das interpretieren müsste, würde ich sagen, das ist extrem stark, ehrlich gesagt. Es war größtenteils eingepreist, jetzt werden die Reserven freigegeben und offensichtlich ganz im Gegenteil. Es sorgt nicht dafür, dass der Abgabedruck sich beschleunigt, sondern eher, dass es wieder Nachfrage in den Markt kommt, weil es größtenteils antizipiert und vorweggenommen war. Was im Umkehrschluss bedeutet, das ist eventuell jetzt erst recht ein Signal für die Long-Seite und für eine wahrscheinlich dann wieder jetzt hier gegen diesen Bereich aufdrehende Sequenz. Wir haben klare Level, gegen die wir riskieren. Also das ist natürlich jetzt sehr volatil an der Stelle und erfordert auch eine entsprechende Positionsgröße ins Management. Wenn ich jetzt die 78 Long handle gegen die 74, was sind es denn, 74,50, ja, so gegen diesen Bereich hier riskiere, dann bin ich bei $3,50 Risiko ungehebelt pro Barrel. Ja, ist schon ordentlich. Also würde ich mir hoffen, dass ich da ein bisschen günstig, aber ich wüsste zumindest mal, das ist das Level, wenn wir da drunter fallen, bin ich falsch. Also da wüsste ich definitiv, dass ich falsch bin. Und na, Ziel eines solchen Trades wäre jetzt auf eine zügige Eroberung hier der 79 bzw. Rückeroberung der 80 zu spekulieren und darüber dann hier die Hochs anzuvisieren, also Bereich 85 in der Aggregation hier. Ach so, ja, Flop für beiden, ja, pff, na gut.
Ja, ich habe gestern nur einen Ausschnitt gesehen aus der Pressekonferenz. Ich weiß gar nicht, wer die Dame war, aber ich glaube, die Inkompetenz, die spricht mittlerweile Bände. Also ich glaube, wir bekommen an allen Ecken das politische Versagen zu sehen. Das gilt jetzt nicht nur im Hinblick auf jetzt die Ölreserven, sondern das kannst du ja auf alle Bereiche ausdehnen. Das kannst du auf die Impfkampagne in Deutschland ausdehnen, die Katastrophe jetzt mit Corona. Man möchte fast sagen, so viel Inkompetenz kann man sich schon ganz gar nicht mehr vorstellen, ja, was da jetzt alles eben tatsächlich schief läuft. Und dieses Versagen auf breiter Front, man möchte vielleicht sogar schon unterstellen, dass das gewollt ist, weil man kann sich einfach nicht vorstellen, dass so viel schief laufen kann, wie sich die Situation darstellt. Dann wiederum, ja, was wiederum unterstreicht, dass es eventuell dann doch diese unendliche Inkompetenz ist, sind die diversen Nebelkerzen, die überall gezündet werden. Also, ich hatte das ja schon gesagt und das bewahrheitet sich ja bedauerlicherweise alles. Also im Hinblick eben auf den Fingerzeig, jetzt auf die Ungeimpften und so weiter. Also man kann mit logischem Menschenverstand erkennen, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Jetzt auch diese Debatte, diese zutiefst irritierende Debatte, Stichwort Impfpflicht bei all dem, was gesagt wurde. Also nicht, dass es jemanden überraschen würde, wenn man so ein bisschen in diese Thematik erstiegen ist oder sich damit ein bisschen längerfristig auseinandergesetzt hat, dass es darauf genau hinausläuft und dass auch das nicht viel mit Gesundheit zu tun hat, sondern an erster Stelle mit absoluter Kontrolle und dem Etablieren totalitärer Strukturen. Also wenn man es aus dieser Perspektive betrachtet, wie gesagt, dann lässt es keinen anderen Schluss zu. Aber unterm Strich bleibt jetzt erstmal, würde ich mal behaupten, bei all den Boshaftigkeiten, die man diesen Menschen unterstellt, dass das vor allem Nebelkerzen sind, um vom eigenen Versagen abzulenken. Und das gelingt ganz gut, ja. Also, ich meine, die Stimmen werden zwar ein bisschen lauter gefühlt irgendwie, mediale Berichterstattung und dergleichen. Man hat so ein bisschen die Frage, also so ein bisschen das Gefühl, jedenfalls, dass einige Journalisten dort doch mal dann auch ein bisschen nachgehen. Haken, auch ein bisschen rigoroser nachhaken. Sicherlich gibt es dann auch sehr systemtreue Journalisten, die dann tatsächlich noch willens sind, Öl ins Feuer zu gießen, sich instrumentalisieren lassen und die diese Spaltung in der Gesellschaft vorantreiben, um eben von der Inkompetenz ihrer Politiker und ihrer sie Beauftragenden eben abzulenken. Aber unabhängig davon, also ohne das jetzt auszuführen, zutiefst oder weiter auszuführen, was klar wird, ist, dass die Politik mehr und mehr, nicht nur hierzulande, sondern auch beispielsweise in den USA, komplett die Kontrolle verliert. Und das ist etwas, was einerseits vielleicht nötig ist, um eine Veränderung auf den Weg zu bringen. Aber andererseits müssen wir uns aber auch vor Augen führen, dass das natürlich unglaublich besorgniserregend dahingehend ist, wo führt uns das noch hin? Also wenn nämlich dieser Kontrollverlust und auch der Vertrauensverlust jetzt beginnt zu galoppieren, dann werden wir eventuell alle in Anführungsstrichen den Gürtel sehr deutlich enger schnallen müssen. Und wie gesagt, das ist halt etwas, das sollte man nicht unterschätzen, was auch im Hinblick auf zum Beispiel dann meine Einschätzung hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit einer Jahresendrallye und dergleichen, dennoch so ein Schatten ist, der sich bei mir so im Hinterkopf immer noch zeigt, wo ich mir sage, das ist ein potenzieller schwarzer Schwan, der da vielleicht sich zeigen könnte, aus welcher Sicht auch immer noch kommt. Also ich wüsste, ich erahne, dass da was kommen könnte, ich weiß aber nicht, was es ist. Und genau das ist, was ich mit dem schwarzen Schwan dann an dieser Stelle eben meine. Und nochmal, also zurückkommt jetzt wieder ganz klein zusammengedampft auf die Finanzmärkte. Das ist dann eben auch genau das, was wir an dieser Stelle eben aus diesen Informationen machen sollten. Also wir sollten genauestens schauen, zusammen mit den Trades, die wir daraus formulieren, wie reagiert der Markt darauf? Und dann ausgehend von dem, was der Markt uns vorgibt, entsprechend eben Positionen eingehen, aber nicht unterschätzen. Und genau da kommt dann auch das entsprechende Abschätzen der Risiken, dass dann natürlich auch Gegenmaßnahmen auf den Weg gebracht werden, um von diesem Versagen abzulenken und dann eben entsprechend beispielsweise solche jetzt äußerst kontraproduktiven Entwicklungen im Hinblick auf das Freigeben solcher Ölreserven zum Beispiel dann abzulenken, ja, und dann eben wieder noch darüber hinausgehen, den nächsten Wahnsinn im Grunde genommen zu formulieren oder auf den Weg zu bringen, um irgendwie zu hoffen, dass es schon besser werden wird, wovon allerdings nett formuliert nicht unbedingt auszugehen ist. Und dann folglich jetzt weniger sich auf diese Aussagen seitens der Politik zu konzentrieren, die im Hinterkopf zu haben und infolgedessen auch zu kalkulieren, dass da Risiken sind, die man nicht kalkulieren kann und deswegen Verlustbegrenzung so essentiell wichtig ist. Aber parallel dazu ganz klar, ganz konsequent eben der Price Action im Markt zu folgen. Und also, lange Rede, kurzer Sinn. Das bedeutet jetzt sehr konkret gesprochen, das ist ein Bruch der Abwärtsstruktur, der eigentlich klar bullisch ist. Und sobald wir
uns oberhalb von 80 wieder stabilisieren können, halten können, Schlusskurs oberhalb zu sehen bekommen, ist das eigentlich der Wegbereiter für höhere Hochs hier im Ölbereich, soweit ich die Situation hier einschätzen würde. So. Ja, das wär's. Das wär's soweit für heute mit dem Morning Meeting dann tatsächlich gewesen. Dann hoffe ich, dass ihr etwas mitnehmen könnt, dass euch das Video gefallen hat. Abonniert gerne den Kanal, lasst gerne ein Like hier. Wir hören uns wieder morgen zum Morning Meeting 10.30 Uhr. Das wird wahrscheinlich ein recht dünnes Morning Meeting, weil so viel Spektakuläres gibt es sicher nicht zu berichten mit Ausblick auf den verkürzten US-Handel. Weil wer weiß, vielleicht halten uns ja die Equity-Märkte ganz besonders so ein bisschen was bereit, auch wenn die morgen ausgesetzt sind, aber für eine Nachbetrachtung des Tradings ist da durchaus eben einiges zu erwarten. Wir können morgen, oder wir werden morgen wahrscheinlich, ich habe es gerade festgestellt, wir haben gar nicht auf Bitcoin geschaut, aber auf Bitcoin werfen wir natürlich auch nochmal einen Blick drauf, vielleicht an dieser Stelle. Das Bild hat sich noch nicht verändert, aber alles in allem, vielleicht skizzieren wir nochmal ein Szenario hier, haben wir jetzt dann eventuell die Long-Seite favorisiert, hatten wir ja schon ausgezeichnet gehabt. Vielleicht bekommen wir da eine entsprechende Price-Action zu sehen. Gestern kurzer Spike hier auf der Oberseite. Ne, heute früh war es. Kurzer Spike auf der Oberseite. Aber alles in allem sieht es eher danach aus, als wenn wir uns nochmal etwas weiter auf der Unterseite orientieren. Wie gesagt, wir schauen morgen einfach nochmal so ein bisschen detaillierter drauf. Ja, das war's meinerseits. Also, happy trading. Passt auf eure Stops auf. Wir hören uns morgen wieder 10.30 Uhr hier gemeinsam mit Markets zum Morning Meeting. Ich freue mich drauf. Bis dahin, habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.